Ich sehe Zack Jungle mit Grass Brabadons. Das ist ein gutes Game. Oh mein Gott, Digga. Electrocute Kogma. Ey, Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Deutschland sucht das Supereisen. Wir sind hier gerade im Stream online. Und oh, ich kriege gerade einen Sub befreien. Vielen Dank dafür. Leute, wir haben uns im Stream dieses Game hier gerade ausgesucht, ja? Und ich kann euch eins schon mal sagen, wir haben ganz kurz reingeguckt, es wird fucking legendär. Wir haben hier schon mal einen kleinen Skirmish im Bossett River. Zack mit seiner E der Ehrenmann möchte hier seinem Vega helfen. Aber ich möchte haben, dass wir hier nochmal kurz auf die Items achten und auf die Runen, die wir hier sehen. Wir haben Top Lane Fizz gegen Soraka und Soraka mit Barrier, was an sich ganz okay ist. Im Jungle Amumu gegen Zack. Und Leute, hier fällt eine Sache sehr hart auf. Wir haben ein 2 gegen 2 gerade in der Midlane. Oh! Schöner Flash, Leute. Der Zack startet hier mit einem Rejuvenation Beat, der tatsächlich mega smart ist. Wenn man piss easy durch den... Moment mal, wer ist denn unten? Warum ist nicht Nico top gegangen? Soraka Support und der Vega in die Midlane, Leute. Like... Leute, die stehen einfach AFK rum. Oh, guck euch das mal an. Soraka hat 1 CS. Die dritte Mini-Wave ist auch schon gerade auf dem Weg. Vega hier unten sehr offensiv. Bleibt der stehen, der Fizz? Moment mal, hier ein kleiner... Auto-Reset mit der W, Leute. Das ist schon mal ziemlich, ziemlich sexy. Bekommt ihr recht guten Damage auf die Soraka drauf. Seine Health Potions sind durchgeburnt. In der Mitte hier auch schon mal direkt ein weiterer Kampf. Cassio, Half-Life, Vega hier unten wird runtergepokt. Er hat aber noch Teleport. Er kann da sehr schnell wieder hin. Das wird in Iron nicht gesehen. Was denn? Achso, das Last-Hitten. Der Silence Connect ist links. Soraka mit der Barrier. Und wirft die Bananen in sein Gesicht. BM mit... Warum tankt sie die Minion-Wave, Mann? Sag mal, es sind so... Oh, der Dodge! Ah! Leider in die falsche Richtung, Leute. Leider in die falsche Richtung. Und der, die Einfachtötung, der Solo-Kill in der Mitte hier für die Nico. Unten der Cage, der sitzt, der Kogma. Wow, er ist da nicht reingelaufen. Ich bin tatsächlich sehr, 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 sehr stolz auf ihn. Ich habe eigentlich hier ein bisschen Schlimmeres erhofft, wenn ich ehrlich sein soll. Gerade auch, ne? Er hat Electrocute dabei. Hat mit dem Longstock gestartet. Etwas unkonventionell, Leute. Da kann man auf jeden Fall so sagen, der Stun, der Connector, Kogma, Flash und Heal. Einfach nur für den BM, Leute. Einfach nur, ey, ich brauche keinen Heal. Ich brauche nicht mehr Flash gegen euch. Und der Brandon holt sich den Kill ab. Hat ihr Bock auf Xayah, Leute? Die Kuh, die sitzt leider nicht. Aber, Leute, der Fizz ist immer noch AFK. Leute, sie tankt den Tower einfach. Ey, das war actually smart gemacht vom Fizz. Moment mal, der Fizz chase das ganze Flash dran. Die Kuh hinterher, doppelte E-Electrocute für den Burst. Soraka Flash hier raus, überlebt das Ganze. Der Fizz, warte mal, ist er zurück zur Lane gegangen? Warum hat er nicht getippt? Beide Jungler haben eigentlich noch gar nichts gemacht, oder? Warum ist denn der, hat er seine Passive verbraucht? Warum ist denn der so langsam? Krass. Krass, der ist ja astro langsam im Jungle. Zurück zur Action, es ist zu wild. Auf der Rift, der Vega versucht ja echt die... Ey, Leute, ich lobe diesen Vega. Jetzt mal kein Joke. Wir sind ja zwar beim Supereisen, der Vega versucht aber proaktiv das Game zu spielen und pokt hier die ganze Zeit. Finde ich mega, mega nice. Oh, Leute, Nico unten mit dem Roam. Warum keine Kuh? Hallo, warum läuft sie weg? Der Brand wählt sich hier selbst ein. Der Flash, um die Vega-Kuh zu dodgen. Sehr schön gemacht. Kommt der hier noch weg, Leute? Das sieht ihr mega gut aus. Kogma möchte hier, glaube ich, traden. Läuft ja auch schon mal etwas vor. Nico ist ja auf jeden Fall unten. Snackt sich die... Like... Wofür kommt sie? Warum geht sie nicht wieder? Kompletter Ehrenmann am Mumu hier unten mit dem Gank. Die Nico scheint nicht zu bemerken. Die Kuh connected. Die Resistenzen vom Aftershock sind drauf. Sie läuft vor. Sie läuft. Runter? Warum? Like, look at this. Look at this. Look at this. Okay, okay, guys. Am Mumu ist da. Was tun wir jetzt? Okay, ich gehe zu euch hin. Haha, gelogen. Ha, ich laufe weg. Ah, okay, doch, gelogen. Versucht sie zu sidesteppen? Ey! Die Brand Q hat sie gesidesteppt bekommen. Das kann ihr hier keiner auf jeden Fall wegnehmen. Die Scripts, ja, ja, die Amumu W hat die Scripts überladen. Hier oben wiederum geht's immer noch weiter, Leute. Wir haben bald die 10 CS-Marke erreicht. Schöner Juke hier vorm Fizz. Die Soraka E kommt nicht durch. Die Kuh hat er sehr schön gesidesteppt. Wunderbar, der Damage reicht hier aber leider nicht ganz aus, Leute. Die Soraka, die will Champions farmen. Sie ist blutrünstig. Barrier ist da, um zu killen, um zu farmen. Der Vega bekommt hier sehr viel Damage. Brand läuft in den Stun rein, wird ja auch getroffen. Ein AP für den Vega, der kommt mal Skin. Mega Weihnachtsfeeling. Digga, was für Weihnachtsfeeling, Mann. Zack hier unten mit dem Gank. Der Jump ist ready. Er trifft die Kuh, das Minion, die... Hä? Moment mal, hat er... Hä? Was war denn das? Der Kogma bleibt auch... Okay. Anyway, Leute. Der Fizz mit den 4 Health Potions. Man kennt's, ne? Man spielt gegen Soraka. Soraka sustained sehr gut. Und ich meine, sie kommt auch nicht an Farm ran. Da gleicht er das Ganze ein bisschen aus. Verschwendet sein Gold für die Heiltränke. Das, Leute...
er sich auch heilen kann und weniger Gold zur Verfügung hat, genauso auch wie die Soraka. Im Jungle, Leute, man kennt's, den Morello Zac First, um die Heilungen des gegnerischen Teams zu blockieren. Der Fizz hat seine Ulti ready, wird er reingehen, wird er versuchen, sie umzubringen. Seine Health Potion wurde gezogen, Amumu ist oben für den Gank. Das könnte hier ein sehr einfacher Kill sein. Er kommt ran, Leute, ist er Level 6. Der Fisch, der sitzt, DQ sitzt auch. Ulti, wo ist die Ulti? Da ist die Combo. Und der Cassiel, Leute, holt sich hier den Kill ab. Soraka wird hier nichts mehr farmen. Die Kaiser wohl auch nicht, Leute. Sie geht in die Base zurück. Die Brand-Passive holt sich hier den Kill ab. Und diese tapferen Krieger, Leute, sie zeigen euch einfach ihre Skills und rasten aus. Brand mit der Ulti. Damage ist im Haus. Zac möchte hier gerne die Brand-Passive spreaden. Aber nein, Leute, Kog'Maw holt sich hier den Kill ab. Noch ein weiterer Dark Harvest-Stack für den Brand. Er gönnt sich einfach einmal hier komplett durch. Währenddessen Soraka bald die 20 CS erreicht hat. Sie hat bald 20 CS erreicht. Wunderschön, Amumu. Oh mein. Alter, Cassie Ulti one-shottet er. Fizz mit der Ulti, sie connectet. Soraka zieht die Ulti. Wird er reingehen? Wird er diven? Nope. Tut er nicht. Chillt ihr mal ein klein wenig seine Eier, Leute. Aber ich glaube, er hat Bock. Ich meine, er spielt Fizz. Er spielt Fizz, nutzt seine Q für den Gap Close, wird gesilenced, konnte seine E nicht benutzen. Vega-Catch geht daneben. Die Xayah chase die Kog'Maw hinterher. Brand könnte den Damage machen, seine Ulti ist ready. Xayah Ulti ist gerade auf Cooldown. Die E hat nicht connected. Der Shieldbow wurde gepokt. Das Shield ist da, Lifesteal ist da. Der Fizz wird aber hier weiter durchgehend gepokt. Und Brand möchte er reingehen. Kann er reingehen, Leute? Mit Amumu zusammen. Sehr schönes Wombo-Kombo-Potenzial. Amumu ist drinne, wird er genockt. Die Brand-Kombo sitzt nicht. Er läuft in den Star. Oh, er läuft noch fast in den Star rein. Fizz holt sich hier fast den Kill ab. Die Barrier von der Soraka wird gezogen. Sie bewegt sich nicht. Die W-Passive. Sie prockt. Der Damage ist da. Brand und die Shepard eben einmal fett durch. Der Kill auf dem Vega wurde abgeholt. Und Kog'Maw, Leute, mit seinem Electrocute holt sich hier den Kill auf die Xayah ab. Holy fuck, Leute. Es hat 11 Minuten gedauert, bis überhaupt mal Kills passieren. Amumu 402 hat sein erstes Mythic-Item schon beendet. Ist sehr tanky, hat sehr viel Damage. Und der Herald wird gezogen nach der ersten Platte. Legendenspieler, meine Freunde. Oh, Trade in der Midlane ist da. Oh, Half-Life einfach mal weggechunkt. Die Kassel bleibt aus Disrespect einfach da drinnen stehen. Ist aber kein Problem. Oh! Nein! Nein! Look at this dude! Look at this dude! Also, oh mein Gott! Digga, jetzt bringe ich sie um! Digga, und er wundert sich, warum kriege ich keine 300 Gold? Ich habe sie doch gewonshottet. Die Kuh kommt nicht durch. Der Fisch, der sitzt am Mumu mit seiner Kuh. Leute, der Follow-Up-Damage ist hier einfach da. Und die Soraka wird hier... Leute, ich mag den Fizz wirklich. Also jetzt no joke. No joke, ich mag den Fizz wirklich. Ich meine, hat er den besten Farm? Nicht unbedingt, aber er farmt generell gut. Er farmt okay. Das Traurige ist, dass das Cassio genauso viel Farm hat, aber sie benutzt ihre Ulti auch, um Minions wahrscheinlich auch nochmal mitzufarmen. Komm mal, ein kleiner Poke ist hier drin, die Brandweg connected nicht. Zac auf dem Weg nach unten, wir könnten hier den Gank sehen. Er ist auf demselben Level wie der Amumu, dabei spielt er mit Grass. Wie oft hat er seinen Grass geprockt, Leute? Ganz wichtig, gucken wir mal nach. Die Xayah ist AFK, bekommt ihr sehr viel Damage vom Kog'Maw ab. Der Zac ist unten für den Gank, zeigt sich nochmal ein klein wenig. Der Brand wird hier mega weggeburstet. Das Grass wurde einmal geprockt, kriegen wir noch einen zweiten Stack. Nope, Kog'Maw zieht seine beiden Summoners und geht hier einfach raus. So, AK ist AFK. Soraka spielt nicht mehr, Leute. Es könnte seine Chance sein, den Drachen zu klauen. Seine Ulti ist ready, sein Smite leider nicht. Er sieht ihn, die Champions. Er geht für die Champions. Er zieht seine Ulti. Oh mein Gott, Leute. Er hat tatsächlich zwei Leute getroffen. Eine sehr schöne Ulti geht auf den Drachen drauf. Der Zac, sein Smite ist ready. Wird er smiten? Nope, tut er nicht. Amumu gönnt sich den Drachen, Leute. Sehr schön hier. Outsmited. Wunderbar gemacht. Weiterer Kill wurde abgeholt. 6-1-3 auf dem Amumu. Holy shit, Leute. Sehr schön. Er hat nicht Q-Ulti gemacht. Er hat Q into Movement, into Ulti gemacht. Und ich habe mich gerade an meiner eigenen Spucke verschluckt. Night Harvester für den Fizz, Leute. Sein Damage sollte maximal hoch sein. Er ist Level 11. Geht er für die Max-Range-Ulti, um sich hier die Soraka abzuholen? Sieht man gerade nicht danach aus. Er hat aber Bock. Er geht ein bisschen vor. Er geht wieder zurück. Die Kuh der Soraka connected hier. Heilt sich nochmal etwas gegen. Der Fizz möchte, glaube ich, auf jeden Fall mit seiner Kuh beginnen, so wie es aussieht. Digga, wirf doch deine Scheiß-Ulti. Sein Sunfire ist da. Der Fisch, der connected. Die Kuh von Amumu hinterher. Kuh weh vom Fizz. Die Flash raus. Ich hab mich schon wieder verschluckt, Leute. Fuck. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, ey Sylphman, wenn ich Iron bin und in so einem Game, was sollte ich machen? Der Zac sollte tatsächlich anfangen, mehr zu ganken. Am besten bei der Kasse. Sie scheint mir nicht die Schlauste zu sein. Just then. Weitere noch, um sich dort den Kill abzuholen. Ding! Digga! Digga! Kann mir das mal einer erklären? Like, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Und was ist mit fool me three times?
Oh, Leute, Vegas, dann. Die eine AP ist drauf. Die Wem möchte er nicht drauf machen. Xayah, gib mir die Ulti rein. Die E connectet nicht. Sie ist ein bisschen sättig drin. Der Shiba scheint ihr hier nicht den Arsch zu reichen. Oh, Vega mit dem fetten Burst Damage. Holt sich hier den Brett ab. Der Fizz, die Ulti connectet nicht. Nico hat gar keinen Mana mehr. Chase ihn, Leute. Holt sie euch ab. Die Q. Oh, die Amumu hat sie connected. Der Damage hier ist einfach drauf. Electrocute, um den Kill nochmal zu securen. Hardy, Bruder, gib ihm. Rift Herald wird jetzt angegangen. 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 Okay, oder wird nicht angegangen. Das ist auch okay. That's fine. So, Raka in der Midlane, Leute. Den Moment kennt sie bereits. Oh, shit. Here we go again. Der Amumu ist einfach da. Connected hier seine Scheiße. Fizz läuft nicht in den Silence rein. Und er ist einfach unstoppable, Leute. Amumu mit der Kuh ist hier drinnen, Leute. Seine Ulti ist ready. Hat er nicht benutzt. Die Fizz-Ulti wurde hier ebenfalls nicht getroffen. Der Sekt bekommt scheiße viel Damage. Während der ist da hinten, die Soraka gerade mal Platz. Die Xayah zieht ihre Ulti. Mit der E macht sie vielleicht 10 Damage an Amumu. Der Brand trifft jetzt seine Spätzig. Die Xayah sollte tot sein. Mit dem Feldwäsch nochmal wurde er mega mäßig gegangbankt von den beiden. Kann man mal machen, Leute. Nicht Kogma ist da, Leute. Sein Damage würde hier ausreichen. Würde er rangehen. Würde den Amumu hier covern. Nope, sieht ihr gerade nicht danach aus. Amumu ist hier drin. Seine Ulti ist ready. Kriegt jetzt zwei, Leute. Der Damage auf der Nico ist unglaublich hoch. Soraka Ulti kommt ein bisschen spät. Und er überlebt das einfach. Problemlos. Bekommt ihr nicht mal richtig Damage, Leute. Er wird hier angekratzt. Und der Vega, Leute. Zack geht rein mit seinem Engage. Cassio ist drin. Ihre Ulti ist ready. Stunt in den Vega. Kriegt sich hier hoch. Holt sich auch den ersten Kill ab. Ist hier sehr gut im Game. Aber läuft nochmal in den Vega-Cage rein. Der Brand, Leute, hat er Flash. Nein, hat er nicht. Er kann damit nicht reingehen. Aber vielleicht wird der Zack nochmal umriefen. Und die Soraka auch. Vielleicht wollen sie diesen Turm unbedingt verteidigen. Und die jumpen hier rein. Zack ist im Brand drin. Sehr schön. Kogma tankt hier schon mal den Turm. Der erste Kill wird er gleich abgeholt. Die Q, sie connected. Der Kill ist da, Leute. Der Brand ist aber leider tot. Zwei weitere Kills für das blaue Team. Und die hören nicht auf, Leute. Die gehen weiter rein. Die scheppern weiter rein. Nikos Damage ist hier nicht ganz da, Leute. Aber die Xayah zieht ihre E. Killt nochmal einen Minion. Ja. Solo der Ding gerade? Sag mal. Nee, das schafft er nicht. Nee, das schafft er nicht. Smite. Bruder, Smite. Bruder, Smite. Digga, Samumu broken. Zack am Drachen. Das konnte er nicht securen. Sein Smite, Leute. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt ein Smite hat oder ob er gefällt Smite hat. Der kommt ja aber nicht raus. Der Kill ist da, Leute. Ich gönne Cassio die 4 Assists. Amumu mit den 15 Kills. Seine Ulti ist ready. Er steht hier in der Nähe von zwei Gegnern. Wird hier gerade gesnappt. Die Xayah geht mit ihrer Ulti rein. Die Cassio hat ihre Ulti mal wieder verkackt. Aber was soll's. Wir sind ja auch nichts anderes gewohnt. Guck mal mit dem Flash. Wunderschön. Geht im Catcher aus dem Weg. Und jetzt kommen die Ortex. Zack. Zack. Währenddessen der Fizzy hier die Nico gönnt, Leute. Wunderschön. Cleanes Ace. Sauber gespielt. Der Final Push sollte jetzt auch gerade auf dem Weg sein. Und meine Fresse, farmt das rote Team scheiße. Und yo, Leute, das war's auch, Leute. Deutschland sucht das Super-Eisen und holy shit, ne? Also, ich würde nicht wissen, ob Cassio für mich das größte Super-Eisen ist. Xayah oder Zack? Ich denke aber Cassio. Sie hat zwar okay Stats, aber sie war auch im gewinnenden Team. Eindeutig Cassio, Leute. Aber ihr dürft auf YouTube in den Kommentaren gerne reinschreiben, wer für euch das Super Eisen ist. Ich bin dann aber auch erstmal weg, Leute. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.